Herzlich willkommen zu unserem dritten und letzten Teil von dieser BU. Wir sind weiterhin in der Liegehalle geblieben. Wir haben uns immer mehr beobachtet gefühlt, so als ob irgendjemand oder irgendetwas uns aus dem Dunkeln beobachtet. Irgendetwas wollte uns nicht da haben. Die Rückmeldungen, die wir in diesem Teil hatten, waren extrem. Und es kam uns vor, als ob irgendjemand oder irgendetwas mit uns spielen würde. Auch hier hörten wir Stimmen und komische Geräusche, wo wir nicht wussten, wo sie herkamen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem dritten und letzten Teil von unserer PU. Was? Ist es zu warm? Jetzt haben wir das Licht ausgemacht. Fällt euch jetzt einfacher zu antworten? Ja. Könnt ihr vielleicht jetzt ein Gerät berühren? War das Benji? Oh, hat mich noch wieder erschrocken. Ist irgendwie ein Kind. Sind denn die Kinder noch hier noch unter uns? Er ist. Wer ist er? Wer ist denn er? Die? Die kommen ja.
Das war ein Lachen, ne? Das haben wir selten. Da ist auch richtig Gänsehaut gekriegt. Haben Sie denn gerade gelacht? Warum haben Sie denn gerade gelacht? Haben Sie uns ausgelacht? Hast du gehört? Ein bisschen. Wieso? Das würden wir gerne wissen, wieso. Hinter, da hinten. Bier trinken, verstanden? Bier trinken. Da geht das schon wieder los, gleich kommt ein Ploppen. Ja. Oder beten? Vermissen Sie dann Ihre Angehörigen? Hilf mir? Mhm. Ich habe gerade verstanden, betrunken. Was ist jetzt zum Bier trinken? Kann da gerade vorher sein? Habe ich nicht verstanden. Ich hab's auch gehört, aber ich hab's nicht gesagt. Liegen denn Patienten hier noch in diesem Raum? Oder in diesem Korridor? Vielleicht hat er Lust, ja, einen Patienten sich mit uns zu unterhalten. Möchten Sie denn was loswerden? Möchten Sie uns was sagen? Was? Nicht verstanden. War zu schnell. Hinter dir. Auf meinen Arm? Nee. Zweimal schon. Geh weg, dieses Leidenliche. Ist das denn auf uns bezogen, das geht denn? Ist hier eine negative Entität anwesend? Ja, und dann hinterher noch was. Hör zu. Der noch was. Hör zu. Der noch was. Hör zu. Der noch was. Hör zu. Ja. Schon wieder lachen. Ja. Ist das die gleiche negative Entität von dem letzten Mal, als Steffen und ich hier waren? Ja. Ja. Irgendwas ist hier. Ja. Ist denn was Böses hier? Ich krieg schon wieder Gänsehaut am Rücken. Ich auch gerade. Ich habe an der linken Seite die ganze Zeit. Ja, hier. Alles von der Seite hier. Da kam auch was durch. Ich finde nur schade, dass sie uns irgendwie nicht mit über die Geräte eine Rückmeldung geben können. Lachen dazwischen, ne? Ich nehme mal an, was auch immer hier ist, möchte nicht direkt antworten, sondern lieber so spielerisch zugucken, sage ich jetzt mal.
jetzt schon wieder gar nichts mehr hinter mir. Ja. Ist das eine dämonische Präsenz, die hier anwesend ist? Was ist wieder? Möchte denn diese Präsenz uns hier nicht haben? Sollen wir gehen? Er macht nicht gut. Er macht nicht gut. Er macht nicht gut. Er macht nicht gut. Wir machen nicht gut. Wir machen nicht gut, bloß nicht gut, irgendwie sowas. Irgendwas mit gut, ja. Oder das ist nicht gut. Lässt denn diese Entität uns nicht weg? Ja. Sind wir hier in Gefahr? Ich hoffe nur, dass die Entität weiß, dass sie keine Macht über uns hat. Schon wieder machen. Wenn Sie möchten, dass wir gehen, geben Sie uns doch mal ein Zeichen über die Geräte, die wir aufgebaut haben. Ich glaube nicht, dass hier eine böse Entität ist. Weil wäre hier eine böse Entität, dann würden wir es schon zu spüren kriegen. Und wir hätten auch dann eine Rückmeldung bekommen, dass wir diesen Ort verlassen sollen. Raus? Es fühlt sich eher an, finde ich, so wie Kinderstreiche. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Böses ist. Ich glaube, was Böses hätte sich schon mit uns in Kontakt. Das hätte schon irgendwas gemacht. Ja. Wie zum Beispiel in einer Klinik. Mhm. Unten beim Fahrstuhl. Ja. Ghostball hat genau geantwortet. Und wir wussten, dass da was Böses war. Das ist Spielen denn die Kinder mit uns? Mach dir Streiche. Wir würden gerne mitspielen. Dürfen wir da mitspielen? Mag sein. Das habe ich nicht verstanden. Komm, lass doch uns doch spielen. Mal hier. Mit dem Ball, Gerät. Oder da vorne die Pyramide oder hier den Teddy. Den könnt ihr auch wirklich umarmen. Bär, ja. Bär. Genau, ja, den Bären. Genau, den Bären. Umarmt doch mal den Bären. Ja.
Würdet ihr das machen? Der freut sich bestimmt, dass er mal eine Umarmung bekommt. Erster? Also richtig so schnell so. Ja. Na? Ja, wenn er da ist, dann. Warum gibt er uns denn kein Zeichen? Machen. Genau. Komm her, Pedro. Gerade, wo du es gesagt hast, hat es eh nicht angehört. Elchi, 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 Elchi. Also er ist da, komm und so, das kam ja schon öfters, aber... Ja. Wäre schön, wenn wir mal eine Rückmeldung kriegen. Das fühlt sich halt an wie Kinderstreiche. Ja. Ja, ich merke schon, ich schalte das jetzt aus. Bar. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt so direkt anfangen können. Nein. Also nicht das eine Wort, sondern allgemein jetzt hier. Wie gesagt, das wirkt wie nicht ernst zu nehmende Kinderstreiche. Also ich glaube nicht, dass irgendeine dunkle Entität hier ist. Und das wäre Benji auch ganz anders. Ja, und nicht nur. Und ich merke das irgendwie, so wie du gesagt hast, das ist Kinderstreiche. Weil sie sind halt manchmal hier, genau. Dann sind sie weg, dann kommen sie wieder. Weißt du, und ich glaube nicht, dass da was Böses ist. Und ich finde das nur schade, dass sie halt nicht über die Geräte kommunizieren. Ja, einmal nur Flux und das war's, ne? Genau. Ja, es war interessant, ja, aber ich hatte halt echt das Gefühl, dass jetzt hier nichts Negatives oder so ist, sondern es kam halt rüber wie so Kinderstreiche. Ihr wird. Oh, danke sehr, danke. Bestätigung. Also die Bestätigung haben wir schon mal. Ja. Das war halt eher. Okay. Ganz ruhig. Ja, mal kurz warten. Okay. Also wenn da gerade was am Gerät ist, bitte mal ein bisschen entfernen. Nee, also nee, von mir du, ist es, du bist es nicht. Ja, ich wollte trotzdem nur sicher gehen. Ja, ja. Ja, es war halt eher wie Kinderstreiche. Hier wird bestimmt auch was sein. Danke sehr. Danke. Jetzt kriegst du die ganzen Antworten. Es hatte halt nicht das Gefühl, dass es irgendwie was Böses, was Negatives ist. Hm. Ich denke mal eher, das werden jetzt so damalige Patienten eher sein, die Kinder. Und ja, die haben vielleicht Gefallen an uns gefunden. Wenn die auch an ihnen anscheinend. spielerisch aber eher. Hm. Ist halt auch die Frage, wenn das jetzt eine gewisse Patientengruppe war oder vielleicht waren es jetzt eingeschränkte Kinder oder keine Ahnung. Ja, man weiß es ja aber, nicht. Ja, da wäre es für mich leichter zu erklären oder würde ich so eher nachvollziehen können, dass es dann eher um Spielen geht und gar nicht so um eine Interaktion direkt mit Kommunikation. Ja. Ja, aber war interessant auf jeden Fall, trotzdem. Ja, ich fand halt auch, was Steffen schon gesagt hat, es wirkte mehr so wie Kinderstreiche, auch wenn man irgendwie das Gefühl hatte, sie hatten versucht, einem irgendwie Angst einzujagen. Aber es wirkte halt wirklich wie Kinderstreiche. War aber dennoch trotzdem interessant. Ja. Also ich fand in dem ersten Gebäude, wo wir drin waren, also war vom Aussehen sehr creepy, muss ich wirklich sagen. Mhm.
Gerätrückmeldung gar nicht. Du meintest, der Teddy hätte kurz aufgeleuchtet. Das muss ich dann nochmal bei der Auswertung mal anschauen. Ich habe es leider nicht gesehen. Aber ich fand da auch, dass da gar nichts war. Klar, über Necrophonic hatten wir einige Rückmeldungen gehabt, aber das kann man, wie gesagt, erst bei der Auswertung nochmal richtig anhören. Hier unten hatte ich das Gefühl, wie du gesagt hast, mit uns wurde gespielt. Ich habe mehrmals gespürt, dass irgendjemand hinter mir stand, weil ich hatte wirklich hinter mir so einen richtigen Cold Spot. Also es war richtig eiskalt. Ich hatte wirklich die Haut, also richtig am ganzen Rücken bis zum Hals, eiskalt. Und dann, wo wir dann gesagt haben, oder wo ich gesagt habe, geht nach vorne, und auf einmal war es wieder weg. Ja. Und da kam es wieder. Das stimmt, ja. Ja, wir hatten, leider hat es geregnet, es fallen sehr viele Tropfen runter, es kann natürlich auch verwirren, wenn wir irgendwas hören. Wir denken vielleicht Schritte oder Klopfen oder sowas, aber es kann von den Tropfen kommen. Tropfen oder so. Stimmen haben wir gehört. Ich habe jetzt da hinten ein Mikrofon hingestellt, vielleicht haben wir ja was aufgenommen, ich hoffe es. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Über die Geräte hatten wir gerade. Bei der Auswertung, jetzt Flux 2, vorhin auch der Flux 2 einmal, aber sonst gar nichts. Also hier über die Geräte gar nichts. Gar nichts recht. Also es war sehr interessant, muss ich auch sagen. Also es ist nun mal so, entweder passiert was oder passiert gar nichts. Und Was gehört gerade? Nee. Was hast du denn gehört? Wenn du so ein Tierchen lang gehuscht hast oder so. Ja. Ja. Wie gesagt, also Benji hat sich auch nochmal verhalten. Bis auf, dass er ein paar Mücken fressen wollte. Ja. Aber sonst fand ich hier nichts Negatives. Mehr so spielerisch. Mehr war da auch nicht. Ja. Da, eine Ratte. Ein Eichhörnchen? Das ist keine Ratte. Das ist ein kleiner Eichhörnchen. Eine Ratte. Das ist richtig schön puschelig. Fellbezogen. Ratte. Habe ich nicht gesehen. Oh, aber das war klar, das Geräusch. Es ist klar, dass weggerannt sind, dass uns Ratte beleidigt. Das war aber das Geräusch da. War voll niedlich, du so eine Ratte. Ja. So, ja. Dann finde ich, hat Spaß gemacht, wie immer. Definitiv. Ja. Leider. Wie gesagt, über Geräte gar nichts, aber man hat das ja auch nicht immer. Nein. Man hat Glück und richtig. Entweder haben wir Glück oder gar nicht. War zwar wenig, aber ein paar Rückmeldungen haben wir gehabt. Ja. Alles klar, dann Leute, bis zum nächsten. Okay. Die Ratte. Bis zum nächsten Mal und ciao, macht's gut. Ciao.